So, natürlich. Ich hab noch was? 3 von 6 Wochen Urlaub, Schulferien. Ah, stimmt, genau. Eure Ferien laufen ja noch. Stimmt ja, Anna. So, Ich kann mir das Ganze noch nicht so ganz zusammenreimen, was hier, verwöhnte Anna. Ah, Cheater. Was, Cheat? The Potters? Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was hier alles... Da gehen wir noch nicht lang. Hey, Jeremy! Jeremy mag uns schon wieder was zeigen. Gehen wir mal hier lang. Also sie hatten wahrscheinlich doch alle Nasenbluten, weil hier liegen schon wieder diese Taschentücher. Und... Alter! Jeremy, schub mich doch nicht so! Ich leg gleich mal meine Beichte ab, Alter! Wer weiß, was ich hier... Wer weiß, was ich hier gleich noch ablege? Willst du gar nicht wissen. So. Ja, ist mit dem Hund raus. Ja, Baba, genau. Baba ist mit dem Hund raus. Boah, wie schön. Boah, ich wünschte, ich könnte so zeichnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte früher mal richtig gut zeichnen. Also nicht malen, aber zeichnen. Ist ja ein Unterschied. Aber ist schon schön. So, dann gehen wir mal weiter. Vorne war, glaube ich, die Tür offen. Trotzdem möchte ich erstmal... Hallo? Okay, da kommen wir nicht rein. Ich höre, glaube ich, drinnen schon wieder ein Radio, was schon wieder diese Zahlenfolge... Was? Moment. Entschuldigung. Ja. Da habe ich irgendwas im Hals... Alter, irgendwas im Hals bekommen. Nein, das geht nicht. Okay, ist verschlossen. Ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwie einen Knick in der Optik oder verwabert so ein bisschen die Sicht manchmal? Das ist ja eine Pflaume. Ja. Ja, Jeremy, ist ja gut. Tolle Streamqualität. Echt? Finde ich supi. Dankeschön für die Resonanz, Hartzeiler. Vielen lieben Dank. Geschichte. Hab sie von der Straße gesehen. Es sind nicht mehr viele Leute unterwegs. Ich suche nach Dr. Wade. Hören Sie, Frank. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Ihr Steven glaubt, er sei dafür verantwortlich. Tja, das ist er wohl auch. Er sagte, Kate sei noch im Observatorium, aber das Tor wäre zu. Frank, bald kommt Rettung, da bin ich ganz sicher. Die schicken Flugzeuge oder sowas. Oh, ganz sicher schicken die Flugzeuge. Sein sogenanntes Muster. Wir stecken mittendrin. Das heißt, wenn die es aufhalten wollen, sind wir direkt in der Schusslinie. Okay, sie sagten gerade was, wenn sie es aufhalten wollen, sind sie direkt in der Schusslinie. Also muss es ja doch was Größeres, was Schlimmeres sein. Ist vielleicht Godzilla? Man weiß es nicht. So, da haben wir wieder eine Karte. Das ist wieder die Karte. Ah, es ist dunkel hier. Okay, die Tür ist zu. Es war doch gerade noch... Hallo? Ihr seht wahrscheinlich genauso viel wie ich. Geht's hier rein vielleicht? Lichtschalter? Nein, okay. So. Dann schon mal, Alter, ist das, da ist ein Lichtschalter, ich sehe ihn. Wow. Wow, was eine Funzel. Da habe ich ja mehr Licht auf dem Klo. So. Sieht aus, als ob das Radio da unten irgendwo ist. Ich höre schon wieder komische Geräusche. Kann man das öffnen? Hallo?
Okay. Scheinen wirklich alle dieses, Hallöchen Hexe, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Was spielen wir denn da? Wir spielen, erstmal willkommen zur Let's Play Live Show, willkommen zum Live-LP, also Live-Let's Play, was auch auf YouTube landen wird. Wir spielen Everybody's Gone to the Rapture, ein Adventure, ein interaktives, ja, Spielerlebnis, sagen wir mal so. Momentan haben wir halt rausgefunden, wir sind hier irgendwie aufgewacht in so einem kleinen englischen Dörfchen und... Und, ja, das wurde wohl evakuiert, das Dorf. Oder beziehungsweise verbarrikadiert. Bioshock 4 confirmed. Das wäre echt voll der Twist. Wenn das Spiel durch hast, steht auf einmal Bioshock 4 confirmed. Hallo Mannbad, willkommen zu Let's Play Live Show. Ey, das wäre voll der Twist, wenn das wirklich so wäre. So als Nebengag wäre das cool. Nee, und was wollte ich sagen, um Hexe nochmal so ein bisschen mit reinzubringen, auch andere, die gerade eingeschaltet haben. Willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Wir haben rausgefunden, dass alle hier so ein bisschen Nasenbluten hatten. Und der Doktor vermutete halt vielleicht irgendwie eventuell so ein Tumor oder sowas. Aber das war das nicht. Und die Blutbrocken, die da rauskamen, fühlten sich an wie Licht. Also, alles sehr verwirrend. Die Menschen sind alle weg. Ne? Und, boah, seid ihr wahnsinnig, 42 Zuschauer, vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid. Boah, seid ihr wahnsinnig, vielen lieben Dank. So, wir sind hier an einer Tankstelle, UK Oil. Da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Live-LP heute. Alter, ist das geil. Da fliegt schon wieder Jeremy. Ich sag ja, Jeremy verfolgt uns und beobachtet uns. Ah, okay, war ja nicht böse gemeint. Was? War böse gemeint? Wieso? Was war denn? Hab ich wieder was verpasst? Wie es eigentlich immer so ist. So. Guter Streamer. Was? Woher wissen die, wie sich Licht anfühlt? Er sagte, es fühlte sich an wie flüssiges Licht. Vielleicht hat es ja geleuchtet, wie diese Brocken aus der Nase kamen. Ich weiß natürlich nicht. Und gute Community natürlich. Genau. Ah, guter Streamer bin ich gar nicht. Ich bin nicht jetzt hier der, boah, Alter, was ist das für ein geiler Streamer, boah, der ist voll cool. Das bin ich gar nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du und du, ja. Alter, hör auf. Und wie du mit deinem Snoopy-Pyjama und deiner Lilifee-Tasse, ich sehe dich. Und der Chipspackung, ich sehe dich. Und ich bin ein ganz normaler Mensch, das bin ich gar nicht. Ich glaube auch, wenn ich irgendwie berühmt... Mac, sieh dir das mal an. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Charlie? Jeremy glaubt, jemand hätte all die leeren Häuser geplündert und eine Menge Zeug geklaut. Was gibt's? Sieht aus, als hätte sich jemand selbst Vorräte besorgt. Drecksack. Naja, wir haben genug im Lager, um das Dorf monatelang zu versorgen. Wir brauchen einen Laster. Was sollen wir jetzt alles holen? Ja, wieso nicht? Das ist Appleton. Dieser verdammte Spinner, Stephen Appleton. Den mache ich fertig. Sam, schon gut. Wir sollten weiter, bevor das Wetter umschlägt. Kommst du? Wir fahren auf dem Rückweg am Camp vorbei und holen Rachel. Nein, das hat nichts. Das hat wirklich nichts mit Schleimer zu tun. Das ist einfach so. Also ich, ich glaube, also wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, ihr keine Ahnung, irgendjemand würde mich anschreiben, ja, hier hast du einen Mega-Vertrag, YouTube-Vertrag oder Twitch-Vertrag, das wäre mir sowas von Latte. Ich würde trotzdem der bleiben, der ich bin. Jetzt werden viele sagen, ja, ja, das passiert. Natürlich. Nein, ohne Scheiß, es ist einfach so, ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, die sich das hier mit mir zusammen angucken und wie gesagt, mit mir zusammen diese Reise erleben, jedes Mal hier in der Let's Play Live Show. Und vielen lieben Dank, es ist ja nur euer Verdienst quasi, dass die Let's Play Live Show auch schon so groß geworden ist und alles, ja. Und auch mit meinem YouTube-Channel, vielen lieben Dank, auch wenn es manchmal nur, keine Ahnung, 20 Zuschauer sind, ist total Wurst. Und wenn da nur einer gucken würde, wäre mir egal, ja, das hat nichts mit Schleimer zu tun. Ich mag mal, ja, stimmt ja auch, ich mag ja meine Zuschauer. Deswegen mache ich es ja auch. Ich habe jeden Einzelnen lieb von euch. Ich würde euch jeden Einzelnen gerne umarmen. Auch wenn es jetzt bei Männern vielleicht ein bisschen schwul klingen würde. Aber bin ich nicht. Nein. Nein, Quatsch. Ich hatte, ich glaube, beim Submerged Let's Play, was auch, ich weiß gar nicht, welche Folge, ich glaube Folge 10 ist es oder Folge 9, wer es bei mir auf dem YouTube-Channel verfolgt, wird sehen, dass ich da auch so ein bisschen philosophiere über YouTube und Twitch und alles und Let's Play Live Show. Und wie gesagt, es ist, naja,
Tyrael Prime, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du auch wieder da bist. So, ich höre schon wieder ein Radio. Hast du das Submatch auch geholt? Ja, mache ich ein Let's Play. Alter. Alter, diese scheiß Tür. Mache ich ein Let's Play von. Läuft gerade momentan auf meinem YouTube-Channel. Falls du es angucken möchtest, schau einfach mal vorbei. So. Ja, Flexi und Chat Beste. Ach komm. Mann. Und wir hören uns nochmal was an. Das war keine physikalische Störung. Ich verstehe es zwar noch nicht, aber das war kein Unfall. Die ganzen Uhren, was in Turm 6 passiert ist, das ist kein Zufall. Das ist eine Kraft, ein Versuch, Kontakt aufzunehmen. Der haben versucht, Kontakt aufzunehmen? Außerirdische? Ist vielleicht außerirdisch, aber kann ich mir nicht vorstellen. Also so. Naja, gut, man weiß ja nicht, wie gesagt, wo die Geschichte hingeht. Boah, schon wieder dieser Chor im Hintergrund. So, schauen wir mal. Kommen wir in Tor 15 rein. Nein, ist verschlossen. Genau, die Mädchen bekommen Umarmung und die Jungs, was? Brofits? Okay, Brofits. Yeah, Chaka. Bin gespannt, was Jeremy uns sonst noch zeigt. Falls sich jetzt viele Fragen und neu eingeschaltet haben, wer ist Jeremy? Jeremy ist immer das Licht, was hier zwischendurch rumfliegt. Den haben wir herausgefunden, dass das der Pfarrer ist, der hier mal wohl in der Stadt gelebt hat oder noch lebt oder keine Ahnung. Und wir haben halt herausgefunden, dass alle Bewohner hier Nasenbluten bekommen haben und ja, fluchtartig vielleicht die Stadt verlassen haben. Es wurde ja evakuiert. Sie wollten irgendwie vielleicht die Stadt bebomben, weil wir haben eine Bombe gefunden, die nicht explodiert ist. Und ich, ja, ich weiß selber noch nicht, wo die Reise hingeht. Jetzt haben wir gerade erfahren, dass angeblich diese Sternwarte, die wir am Anfang des Spiels gesehen haben, wohl irgendwie das, was hier wohl in der Leitung ist, was wir auch erfahren haben, wohl Kontakt versucht hat aufzunehmen und keine Ahnung. Hey Ghosty, vielen lieben Dank für den Follower. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr einschalten. Boah, da seid ihr hier vielen weit voraus. Was? Vielen weit voraus? Warum? Was denn? Habe ich was verpasst? Ha, Flexi habe ich auch schon umarmt. Zweimal. Ja, das stimmt, Hardstyler. Das stimmt. LPL ist einfach Beste. Bei zu vielen Zuschauern wird es auch unpersönlich. Ja, das stimmt. Aber man, ich habe im, um nochmal darauf zurückzukommen, im Submerge Let's Play, wo ich da philosophiert habe, wie gesagt, Folge 9, Folge 10 müsste es sein, könnt ihr euch am anschauen, wenn es rauskommt, habe ich auch gesagt, man kann halt nicht jedem immer gerecht werden. Und das ist, für mich ist es sehr schwer, sage ich mal, gerecht zu werden, jedem das richtige Spiel zu zeigen. Das wirst du auch nie schaffen können. Dafür ist es auch einfach zu schwer, weil der eine will lieber Action und Geballer sehen, der eine will vielleicht lieber ein Rennspiel sehen, der eine will Horror sehen und man kann, wie gesagt, es wird immer einen geben, der sagt, boah, das ist ein dämliches Spiel. Dann guck woanders. Ist so. Nein, da bin ich auch niemandem böse drum, wer jetzt sagt, boah, nee, das ist total langweilig. Dann, es gibt genug andere Streams, die, wie gesagt, viel schöner sind oder vielleicht, was dich dann interessiert. Aber wie gesagt, es ist halt so, man kann halt nicht jedem Mensch gerecht werden, das Richtige zu zeigen. Und das ist für mich, wie gesagt, auch persönlich sehr schwer, was auch Let's Plays angeht. Ich versuche natürlich dann immer auch Spiele, die euch natürlich interessieren, natürlich auch mich interessieren, euch dann zu zeigen und euch da auf die Reise mitzunehmen. Aber halt für mich ist es auch privat schwer, mehrere Let's Plays gleichzeitig zu machen. Na? Überhaupt mich jeden Tag, denn er ist mein Buddha. So fett ist er nicht. Nein, so fett bin ich nicht. Ja, doch, ein bisschen Bauch habe ich, aber ansonsten. Was, ist das nicht mega peinlich, wenn man zu Gamescom kommt oder so? Was stand da? Ich muss nochmal kurz lesen. Entschuldigung, auf YouTube, falls du gerade kommt oder so, Flexi sieht und dann sagt, ich bin XY von Twitch. Nee, sag ich ja nicht. Also ich bin da jetzt nicht rumgelaufen mit so einer Fahne so oder so einem T-Shirt und hab da so gesagt, ich bin Flexi, kennt ihr mich? Nee, ich bin da ganz normal rumgelaufen. Na? Flexi ist gar nicht dick. Dankeschön. So. Okay, wir kommen ja nicht in die Häuser rein. Nils David, ich... Nils David ist, glaube ich, richtig ausgesprochen, ne? Ja, vielen lieben Dank für den Follower. Dankeschön.
Und schön, dass du da bist in der Let's Play Live Show. Seit anderthalb Jahren gibt es die Let's Play Live Show schon. Unfassbar. Folge 160 heute. Im Live-LP. Und wieder ein neues Radio mit einer neuen, weiteren Geschichte. Wir hören mal. Stromausfälle im ganzen Turm 6. Das Licht fließt wie Wasser. Seine Zielstrebigkeit ist überwältigend. Da ist etwas in... Steven? Steven, bist du das? Okay. Da ist irgendwas im, in der Leitung wahrscheinlich, wollte sie wieder sagen. Was los? Ich denke mal, dass... Ja, der Nightbot hat das Wort Dick gespammt, gestrichen, weil das ist ein Wort, was auf die Blacklist gesetzt worden ist, deswegen... Nicht böse sein dem Nightbot. Genau, du darfst nicht dick schreiben. Das ist auf der Blacklist beim Nightbot. Weil ich habe ja da so eine Blacklist erstellt. Und... Aber der ohne Scheiß, der verfolgt uns. Ohne Spaß. Der war hier noch nie gewesen, glaube ich. Also was ich so von Weitem immer gesehen habe. Krass. So, dann werden wir mal oben zur Kirche gehen. Ja, der Nightbot ist sehr streng, weil wie gesagt, wir wollen ja hier eine vernünftige Community bleiben und eine anständige Community. Und auch an alle amerikanischen Zuschauer, hell. Tja, mit Brot und Fisch kennen wir uns aus, Vater, aber Gartendesign ist etwas... Sie kurz Zeit? Mrs. Boyles, natürlich. Mac, entschuldigen Sie uns bitte. Wir sehen uns dann nachher bei Charlie. Tschüss. Bis dann, Wendy. Ich habe mit Barbara geredet. Sie hat gesagt, bei Mary's Morphium gab es Unstimmigkeiten. Meine Güte, das sind vertrauliche Krankenakten. Wie kann Barbara bloß solche Dinge mit Ihnen besprechen? Wenn Dr. Wade das erfährt, muss er Sie suspendieren. Verdammt, Wendy, Ihr Bruder trauert. Mary war so lange krank und ich bin froh, dass sie es überstanden hat. Seien Sie für Frank da, er braucht Sie. Gott weiß, was Sie getan haben. Er sieht alles. Ich bete, dass er Mary ihre Schwäche verzeiht, aber Sie... Ein Mann, wenn Gott, Sie ein Problem... Sie bringen Schande über diese Gemeinde. Wenn Sie ein Problem mit mir haben, schlage ich vor, dass Sie dem Bischof schreiben. Ich muss mich um meine Gemeinde kümmern. Entschuldigen Sie. Okay. So Friede, Freude, Eierkuchen war das doch nicht hier im Dorf, so wie es aussieht. Jedenfalls bist nicht pummelig. Vielen lieben Dank. Ich würde schreiend weglaufen. Ich würde weinen, hat er gerade... Wer hat das gerade geschrieben? War das Franzi? Nee, wer hat das denn gerade geschrieben? Ich würde weinen. Ach, Hexe war das. So, was wollte ich sagen? Achso, hello and everyone. Hello everyone. Welcome to my stream, to the Let's Play Live Show. ja. Buddha heißt doch nicht, nicht automatisch füllig. Ach, ist doch egal. Mein Gott. Ja, dann werden wir mal zur Kirche gehen und mal gucken, was Jeremy, ob wir da weiter was von Jeremy auch erfahren. Und ihr merkt schon, ich habe um 21 Uhr keine Pause gemacht. Wir haben nämlich jetzt schon 9:30. Und ja, wir werden, denke ich mal, gleich nochmal ein kleines Päuschen machen. Wie gesagt, einfach nur reinschreien. Pipi und Popo Pause, einfach nur reinschreien. Was hat's? Habe ich noch nie gesehen. Was will? Okay. Was ist das denn? Das ist ein Golf... Ach, eine Krücke. Was macht denn eine Krücke hier? Diocese of Stripper Stones. Sunday services at 8 a.m., 10 a.m. and 5:13 p.m. All are welcome. Welcome. Alter, ist dunkel. Böser Papa. Was? Böser Papa? Was denn? Was habe ich denn schon wieder gemacht? Ich... Hallo, ich komm... Ich... Ah, jetzt, okay. Ich will mir was Bett und mich unter der Bettdecke verstecken. Alter, ist das dunkel. Boah, ist das cool. Man muss ja in der Kirche immer so flüstern. Deswegen versuche ich mal ein wenig hier zu flüstern. Was? Keine Pause? Keine Pause eingelegt, ja. Ich sehe nichts. Da sind überall so Lichter.
die Bibel. So müssen wir mal gucken. Alter Schwede. Aber das sind alles diese Lichter, ne? Alles diese Lichter, die so... Ich bin erleuchtet. Entschuldigung. Dunkle Kirchen sind gruselig. Ja, stimmt. Was? Wie willst du denn was von dem Licht weglaufen? Hinkauern und so tun, als ob man tot wäre. Ja. So, und jetzt? Darf ich jetzt eine Predigt halten? Vor allem, wenn man allein ist und dann neben Friedhof. Ja, dann ist es auf jeden Fall gruselig. Das stimmt. Es gibt eine Kirche, die nur aus Knochen besteht. Alter, ist das dunkel. Gibt's denn hier keine Taschenlampe? Ich kann auch nichts drücken irgendwie. Okay, die Tür ist zu. Wenn das eine Tür war, das ich nicht gesehen habe. Aber zumindest... Boah, hoffentlich kommen wir nicht in die Katakomben. Wo geht's denn hier hin? In den Glockenturm? Hallo? Okay, die Tür ist auch zu. Okay. Kann nichts passieren, da geheiligter Boden. Das habe ich schon in vielen Horrorspielen bzw. Horrorfilmen gesehen. Ja, ja. So. Ja, boah, Alter, seid ihr verrückt? Vielen lieben Dank. Hallo und willkommen zu Let's Play Live schon, alle neuen Zuschauer. Alter, 51. Vielen lieben Dank. Mein Gott, seid ihr denn wahnsinnig. Danke, dass ihr alle da seid. Vielen lieben Dank und willkommen zum Live-LP. Ja, everybody's gone to the rapture. So heilig ist der nicht. Genau, so heilig ist der Boden nicht. So, können wir mal hier gucken, ob wir hier noch was irgendwie mäßiges erfahren. Da ist nochmal eine Tür. Ich glaube, das war die, die zu war, ne? Ja. Ich will einen Sensenmann vom Gruselkabinett in meinem Garten. Ja, den großen Sensenmann, den wir gesehen haben, weil bei mir in der Nähe gibt es ja dieses Grusellabyrinth. Und da steht ein riesen Sensenmann vor diesem Grusellabyrinth. Boah, da muss ich auch noch hin. Ich will nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich will nicht. So, mein Gott. Alter, Wahnsinn. So viel Zuschauer hätte ich nicht gedacht. Vielen lieben Dank. Oh, ist das schön. Cool. Ohne Scheiß. Wisst ihr was? Das ist so eine perfekte Aussicht, dass wir einfach an der Stelle machen wir jetzt eine klitzekleine Pipi- und Pupu-Pause. Ja? Jetzt muss ich aber erstmal kurz, Moment. Natürlich für die Pause. Ja, wollte ja, ich glaube Franzi war es gewesen und Lexi, ich glaube, wir wollten für die Pause eine andere Musik haben. Da werde ich jetzt mal eben kurz schauen, ob ich das mal eben auf die Schnelle finde. Warte mal eben. War das so? Warte mal. Hallo? Such mal schneller. Yeah, Musik! Ja, es gibt wie gesagt eine kleine Pipi-Pupu-Pause. Für alle, die jetzt mal eben kurz auf die Toilette mischen. Wo habe ich's denn jetzt? Sexy Girl. Moment, muss ich anders suchen? Ach, wisst ihr was? Ich beende auf jeden Fall schon mal für YouTube die Folge. Ne? Also wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Ja, und ich muss dann noch eben kurz hier für den Stream noch Musik aussuchen. Also, bis später.